Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage zum Thema Futtermenge. Tim trägt vor. Hallo Martin, du hast aktuell wieder dazu aufgerufen, Fragen zu schicken. Ich habe da eine. Wie kann ich pragmatisch die richtige Futtermenge bestimmen? Mit dem neuen Kunishi Futter ist der bisherige Futterkonfigurator offline gegangen. Wird es den Konfigurator so oder ähnlich wiedergeben? Ich habe ihn bisher zumindest als Orientierung verwendet und bin damit gut gefahren. Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen informativen Blogs. Bitte weiter so. Mit freundlichen Grüßen aus der Nähe von Lübeck von Ulf. Ulf, der Futterkonfigurator ist in Planung. Wir haben auch schon die ganzen Designs. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hadere noch mit mir, den wirklich online zu stellen. Weil beim alten Futterkonfigurator war es so, es gab eine dünne Schicht in der Mitte, da haben die Angaben gepasst. Und dann gab es links und rechts daneben eine breite Masse, die haben entweder zu wenig oder viel zu viel gefüttert. Haben also versucht, die Menge, die der Futterkonfigurator angegeben hat, in die Fische reinzutrommeln, reinzuprügeln. Und die anderen haben so wenig gefüttert, dass sich die Fische schlecht entwickelt haben. Und das ist eben das Problem. Wir haben ein biologisches und kein digitales Thema. Also solche Angaben sind immer schwierig. Ich will ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wir geben an, dass ein 50 cm Koi bei 25 Grad wegen mir 1,5% von seiner Lebendmasse braucht. So, diese 1,5% gelten die jetzt für den 50 cm metallikfarbenen Koi aus Niigata, der Endgröße 55 hat, der quasi schon in seinem Erhaltungsstoffwechsel ist und nicht mehr in seinem Wachstum? Oder gilt es für den 1,5-jährigen, nein, nicht mal 1,5, 1,25-jährigen Karashi-Koi, der voll im Saft steht und die 60 cm anpeilt und dann durchwachsen möchte im nächsten Jahr auf 80, 85 cm? Also für welchen Fisch gilt es? Männlein, Weiblein, das haben wir ja schon unterschieden, aber wissen alle, hat der Männlein im Teich, hat der Weiblein im Teich. 24 Grad im Frühjahr, wegen mir Anfang Juni, sind andere 24 Grad, wie beispielsweise im Herbst. Im Frühjahr muss ich bei 24 Grad etwas vorsichtiger sein, weil mein Filter vielleicht gar nicht so läuft, die Fische noch in der Laichzeit sind. Im Herbst ist die Saison zu Ende, da geht es ums Konditionieren. Und es gibt so unfassbar viele Einflussfaktoren, dass wir hier, und das Beispiel bringe ich oft, zwei direkt benachbarte Becken nehmen kann, die gleiche Anzahl an Fische reinpacken. In die einen bringe ich am Tag locker ein Kilo rein, habe das Gefühl, sie werden auch 1,5 fressen und die andere fressen 700 Gramm. Und das gerade so. Die Erfahrung machst du hier permanent. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie die Fische einfach, ja, sie sind, jeder ist anders, es ist biologisch und deswegen, man kann es leider nicht so einfach abbilden, dass man sagen kann, 500 Gramm, das wird locker gegessen, sondern es hängt einfach von vielem ab und da ist einfach die Schwierigkeit von dem Futterkonfigurator. Vor ein paar Tagen sind wir da gestanden, wir haben hier nebendran Becken 8, Becken 9, Becken 8 sind die neuen Yamabuki, die Deutz von aus der Benikikokuryu-Blutlinie drin, eins weiter, Karashi-Yamabuki. Karashis und Karashi-Yamabuki, wenn die klein sind, die größten Schisser. Sie laufen ans Becken und die drücken sich ins letzte, hinterste Eck und alle übereinander und jeder denkt, ich mag nicht sterben. Die gleiche große Koi aus der Benikikokuryu-Blutlinie, dreimal so cool. Da kommt man manchmal hin und die fressen sogar von oben. Beobachtest du eins zu eins so, ja? Also habe ich scheue Koi, habe ich vorwitzige Koi. Ich glaube auch, das wird beeinflusst, dass in einem Bestand sind ein paar Fische drin, die vielleicht schreckhaft sind. Ja, die machen dann aber auch alle Karashi, sind alle verrückt. Und dann habe ich wieder einen Bestand, da ist überhaupt nichts Verrücktes drin. Ja, die sind alle völlig tiefenentspannt. Also, und jetzt will ich kommen und machen einen Futterkonfigurator. Dahinter liegt eine Matrix, die ist so groß, mit allen Temperaturen, Geschlechtern, Größen, alles versucht zu berücksichtigen und es funktioniert doch nur für ein Drittel der Fälle. Und drum, wie mache ich das? Du schreibst pragmatisch, ich nenne es intuitiv. Intuitiv ist, dass ich einfach in etwa weiß, wie viel ist mein Fischgewicht. Also das muss ich halt irgendwie mal rausfinden, das kann man ja, da gibt es Tabellen schätzen, sowas könnte man zum Beispiel machen. Ein Fischgewichtermittler, das wäre zum Beispiel gut, und dann einfach Tipps geben, wie es weitergeht. So wird unser neuer Futterkonfigurator aussehen. Ich dachte auch gerade, über das Gewicht ist es einfach am leichtesten, das Ganze zu plausibilisieren. Man kann dann sagen, mit der Zufütterung von 0,5 bis 1,5 beispielsweise, dann einfach, was man wirklich füttern sollte. Und dann kann man ja wirklich auch gegensteuern und schauen,
was man im Endeffekt den Fischen zumuten kann, was sie fressen wollen. Genau. Und das ist eigentlich das Leichteste, sind einfache mathematische Formeln, die kriegt, glaube ich, jeder noch hin. So, und dann können wir nämlich noch einsteigen und das machen wir zusammen die nächsten Tage. Und danke für die Frage, so werden wir das nämlich tun. Und dann können wir nämlich normale Abfragen machen. Wie ist es ein eher älterer Bestand, ist es ein jüngerer Bestand, ist es ein Wachsbestand, wo die Fische noch Wachstumspotenzial haben oder nicht. Und dann können wir viel genauer eine Angabe machen, wie viel ungefähr bei welcher Wassertemperatur gefüttert werden kann. Ja, und das ist das Entscheidende. Und dann kommt aber noch ein Faktor dazu und da schauen wir selbst hier in unserem Becken immer wieder, wenn wir kleine groß ziehen, ein kleiner Koi, wenn ich den auf Wachstum habe, der braucht so ein bisschen einen kleinen Bierbauch, ja, darf aber nicht adipositiv wirken. Ja, das ist so die... Sehr gut getroffen. Das ist so ein Ding. Wenn er aber aussieht wie ein Leptosom, ja, dann ist es auch nichts. Ja. Und das ist, Sie müssen im Prinzip permanent korrigieren. Ja. Also nicht permanent korrigieren, aber einfach habe ein Auge drauf, was du machst. Ja. Immer wieder schauen und gucken, wie ist der Appetit von den Fischen. Fressen sie abends noch? Ja. Also wenn sie abends an den Teich kommen und die schießen ihnen entgegen wie die Vollverrückten, haben sie tagsüber zu wenig gefüttert. Kann ich Ihnen sagen, glauben Sie mir, da geht es nicht, ob die sich auf Sie freuen oder nicht. Da geht es dann einfach darum, die haben Hunger. Und wenn sie abends hinkommen und die nehmen kein Korn mehr, dann haben sie tagsüber zu viel gefüttert. Haben sie aber noch abends so einen leichten Bock auf einen kleinen Snack, dann haben sie alles richtig gemacht. Und das sind solche Parameter. Und da muss man dann einfach, die Tim richtig gesagt hat, die 1,5, die 2%, die 1%, die 0,5%, die muss man dann nochmal um mit Sicherheit 20-30% im Zweifel korrigieren, was entweder mehr oder weniger ist. Und im Endeffekt ist es auch häufig mal eine Tagesperformance. Wie sind die Fische drauf? Was für Stressfaktoren sind einfach da? Also da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir natürlich unseren Teil jetzt machen mit der Idee, die wir haben und dann, dass man aber selber ins Management einfach denkt und gerade auch, das mache ich täglich in der Anlage, in der Phase, wo wir wirklich füttern, dass man wirklich regelmäßig reinschaut, schaut, wie lange bleibt das Futter da, wie schnell fressen die das, muss man vielleicht nachmittags einfach ein bisschen doch runtergehen oder an sich mit der Futtermenge, weil nachmittags ein bisschen was drauf bleiben könnte. Das sind einfach so Sachen, darauf kommt es wirklich an. Genau. Sie werden merken, selbst ein nahendes Tiefdruck, ein nahendes Hochdruckgebiet macht Ihre Fische komplett anders. Ich habe es jetzt diesen Winter 6 Grad im Januar, Kälteperiode, und dann hatten wir ja diesen starken Anstieg. Die Fische sind schon aktiv geworden, da ist die Temperatur, die Außentemperatur noch nicht gestiegen. Ja, und dann waren die aktiv über die ganze Wärmeperiode und das Tiefdruckgebiet kommt wieder. Im Winter ist es, glaube ich, umgedreht, da ist ein Hochdruckgebiet kalt und ein Tiefdruck warm, weiß ich, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Dann ist also wieder kalt geworden und die Tiere haben es schon gemerkt, bevor wir unsere Wintersachen wieder rausgeräumt haben. Also das ist schon ein mächtiger Unterschied. So, gehen wir an. Danke, ciao. Ciao.